Sandra Gahl fühlte sich sichtlich wohl im Kreise ihrer deutschen Tourkolleginnen auf Heimaturlaub bei ihrem Turnier, ihrer zweiten Charity Golf Trophy im Mainzer Golfclub. Dieser Tag hier ist einfach was ganz Besonderes, weil ich habe eine tolle Beziehung zum Mainzer Golfclub und die Menschen hier, denen macht es einfach so viel Spaß, hier mitzuspielen, was zurückzugeben und einfach Leuten zu helfen. Gespielt wurde ein Zweier-Scramble. Sandra and Friends gegen das Team mit den Special Guests von Skisprunglegende Dieter Thoma. Und das auf einem wirklich außergewöhnlichen Golfplatz. Unheimlich interessant, geht hoch, runter, über Klippen und das hier in Mainz, das ist schon bewundernswert, also ich finde das echt cool. Ihre Saison in den USA hatte Sandra Gahl im 12. Jahr auf der LPGA Tour vorzeitig beendet. Ich hatte einfach sehr wenig Energie dieses Jahr und konnte mich schwer konzentrieren und einfach die Runden nicht zusammenstricken. Und da habe ich mich entschieden, eine Pause einzulegen und meinen Körper wieder in Ordnung zu bringen. Beim Solheim Cup, dem Saisonhöhepunkt Europa gegen die USA, war die 34-Jährige mit Wahlheimat Florida schweren Herzens diesmal nur Zuschauerin. Es sind so viele Emotionen damit verbunden und gerade auch, dass die dieses Jahr wieder in Europa spielen. Da kommen so viele Erinnerungen hoch von St. Leon Roth vor 4 Jahren. Auf der europäischen Tour läuft es zurzeit hervorragend für die deutschen Damen. Insgesamt 4 heimische Poetten in den Top 10. Das gab es noch nie. Und auch die haben Ambitionen Richtung USA, wie Olivia Kauen und Caroline Lampert. Sandra war ein großes Vorbild für mich oder ist immer noch ein sehr großes Vorbild. Echt toll, was sie in Amerika auch geleistet hat. Bereits auf der LPGA-Tour angekommen ist Izzy Gapsa, die sich in Mainz ein Duell mit Ex-Boxweltmeister Sven Ott gelieferte, auch wenn sie leistungsmäßig in unterschiedlichen Gewichtsklassen zu Hause sind. Sehr souverän, sehr konstant, würde ich sagen. Wenn sie dahin spielen will, dann spielt sie auch dahin, was bei uns ja nicht so immer passiert. Und deswegen ist es schon spektakulär. Florian Fritsch kämpft zurzeit auf der europäischen Bühne um seine Tourkarte. Aber zum Charity Golf Cup musste man den sympathischen Bayern nicht zweimal bitten. Als Golfer habe ich schon sehr viel Förderung in meinem Leben erhalten. Und wenn es dann Menschen gibt wie Sandra Gahl, die sagt, okay, es ist jetzt an der Zeit, auch mal was zurückzugeben, und sie mich fragt, ob ich da mitmachen möchte, dann denke ich da nicht zweimal drüber nach, sondern bin halt gleich angereist. Denn bei allem Spaß ging es vor allem um die Unterstützung von Hilfsbedürftigen. Durch die Allianz Pro Menschlichkeit, einer Organisation des Deutschen Roten Kreuzes, und Sandra Gahls eigenem Projekt, dem Children's Center in Miami, Florida. Beim Turnier mit Shootout, Tombola und Versteigerungen kamen neben einer Spende für Dieter Thomas Stiftung Spielend Helfen stolze 77.777 Euro zusammen. Der Erlös ist natürlich Bombe, dass wir wirklich auch was bewegen können. Aber also ganz besonders an diesem Tag habe ich gefreut, wie viele Freunde da waren. Dass der Turniersieg an das Team von Dieter Thoma ging, konnte die Laune der Gastgeberin nicht trüben. Der Tag in Mainz hat Sandra Gahl sichtlich gut getan. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr auf der LPGA-Tour und dann natürlich wieder daheim bei der Charity-Golf-Trophy im Mainzer Golfclub.